Ja, hallo. Ich habe mich noch nicht so ganz entschieden, ob wir jetzt wirklich hier reingehen. Ich bin der Meinung, da waren ziemlich viele Meyer-Lurks drin und ich weiß noch nicht, ob das da wirklich was bringt. Ich gucke da erstmal nochmal hier bei dem Ödland Überlebenshandbuch. Anhand anderer Quellen überprüfen. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich wirklich hier einmal rein, wenn wir das Optionale machen wollen. Ach, egal, komm. Wir entdecken kurz das hier vorne, dass das aufgedeckt ist. Ich bin der Meinung, da reingehen sollten wir auch noch nicht unbedingt. Da ist die Hölle los. Aber wenn wir das entdeckt haben, macht es sich ein bisschen einfacher, weil dann können wir schnell hier wieder zurückreisen. Dum, 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 dum. Die Supermutanten haben wir jetzt zum Glück platt gemacht. Das ist auch das Schöne bei Fallout, die Gegner bleiben auch eine ganze Weile lang erledigt. Bei manchen Spielen hat man das ja dann, dass förmlich im Sekundentakt die Gegner wieder respawnen. Schlimmstes Beispiel, woran ich mich jetzt noch aktuell erinnere, definitiv Far Cry 2. Das war echt so grausam. Man ist, also praktisch, wenn das hier so eine Straße ist, ja, dieser Metallweg ist immer Straße und hier ist so eine Kreuzung praktisch, ja. Man ist dann vorbeigefahren und in jeder Kreuzung war irgendwie so ein Wegposten irgendwie von diesen komischen Soldaten. Die hatten ihre Sandsäcke und ihre komischen Bauten und hat man kurz platt gemacht. Ist kurz zum Beispiel bis da vorne hin zu dieser Brücke gefahren, also echt nicht weit, hat kurz was aufgesammelt, ist wieder zurückgefahren und waren die schon wieder alle da. Mega, mega ätzend, hat wirklich gar keinen Spaß gemacht. Hallo? Könnten Sie das bitte unterlassen? Ja, ich geb dir mal hier. Ja, siehst du, das hast du davon. Wärst du mal lieber nett gewesen, hättest du mit mir gesprochen, es hätte viel besser geklappt, aber nö. Er muss ja hier wieder einen auf dicken Maxe machen. Was hast du hier für ein Problem, hä? So eine leichte Aggressionsbewältigung. Oh, oh, ich muss auch laden. Yeah. Ach, wunderbar. Was? Was willst du? Hä? Hm. Keine Ahnung, was er hat. Aber ich glaube, wir haben es entdeckt. Ich komme mal kurz vorsichtig auf die Karte. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ja, Jefferson Memorial. So, Flussschiff an. Okay, okay, okay. Gut, wir haben hier so einige Sachen. Übrigens kann man bei dem Spiel extremst abkürzen. Also ist es Fort Bannister? Was war denn Fort Bannister? War das? Hm. Ich weiß es jetzt nicht mehr so. Aber wir reisen erstmal nach Megatron. Also ich, warte mal, Fort Bannister war das nicht? War das nicht irgendwas wegen dem einen Add-on? Wegen Anchorage? Das kann sein. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Oh, mal nur schnell die Wumme wegpacken. Das nimmt man uns, glaube ich, übel. Hallo. Wer bist du denn? Du bist einfach nur ein Siedler. Ja, dann bist du einfach nur ein Siedler. Wenn du das sagst, dass du nur ein Siedler bist, dann bist du nur ein Siedler. Wir sind Gott sei Dank bald fertig mit diesem Buch. Denn, obwohl, sie wollte doch, glaube ich, dass wir noch in irgendeine Bibliothek gehen oder sowas, ne? Hallo, Moira. Ist es Ihnen gelungen, herauszufinden, wie es mit Rivet City angefangen hat? Jupp, wir versuchen es. Nee, ja, also, hab ein paar Leute zur Geschichte von Rivet City befragt, nicht sehr verlässlich. Nun, wenn das alles ist, was Sie herausfinden konnten, müssen wir wohl damit auskommen. Tja. Was haben die Leute denn gesagt? Nach dem, was sie sagen, geht alles auf einen Monat vom oberen Stock zurück. Okay, es gibt zu viele Geschichten und zu wenig Beweise. Diese 10 Oberdeckbewohner haben den Ort von, hä? Sie können sich nicht einigen. Sagen wir einfach, ich war der Gründer. Das ist auch geil. Und die war plausibel. Machen wir das hier. Moralisch gesehen ist das eigentlich nur schwer zu vertreten. Aber wenn es keine fundierten Fakten gibt, von denen man ausgehen kann, na gut. Trotzdem, hier für die Unterstützung. Gerne. Vielleicht hilft Ihnen das beim nächsten Mal, wenn Sie mit Leuten reden müssen. Oh. Ich glaube, eine schöne Geschichte würde an dieser Stelle nicht schaden. Außerdem wäre es eine nette Belohnung für Sie, wenn ich Sie als Held darstelle. Cool, das ist doch mal in Ordnung. So, im letzten Teil dieses Kapitels geht es um die Bibliothek, richtig? Ja, in Büchern bewahrte die alte Welt ihr Wissen auf. Ah. Und die Bücher lagerte man in Bibliotheken. Und in Arlington soll sich eine Bibliothek befinden. Hm. Sehen Sie nach, ob sie noch dort ist und Sie Daten vom Computer runterladen können. Diese wären für den Wiederaufbau der Menschheit von großem Wert. Hm, okay, ich sehe in der örtlichen Bibliothek gerne für dich nach.
Großartig. Die Bibliothek sollte in Nähe der Innenstadt im alten Arlington sein. Versuchen Sie, die Computerarchive herunterzuladen. Falls das nicht geht, wären auch die Kartenkataloge nützlich. Jede noch so kleine Information kann dem Buch und damit der Menschheit zugutekommen. Okay. Gut, lass trotzdem mal kurz handeln. Ich brauche ein paar Sachen. So, ich brauche nämlich Munition eigentlich. Eine Splittergranaten nicht. Stimpix hat sie nicht. Munition. Nee, da hat sie gar nichts. Aber wir können zumindest hier diese Jagdflinten verkaufen, die wir eben aufgenommen haben. Noch irgendwas? Nee. Mantels. Schmutziges Wasser kann weg. Das auch. Ja, das behalte ich. Stützbandage. Hier noch irgendwas? Ja, die 32er Munition. Genau, die Gleisnägel können noch mit weg. Pfeile, Raketen brauchen wir auch nicht. Ich denke, das sieht erstmal ganz gut aus. Wobei, Energiezimmer, warte mal. Sagen wir 350 verkaufenbar. Genau, dann haben wir wieder ein bisschen Knete, wir sehen's. Und wir haben dann halt noch ein bisschen was übrig. So, wunderbar, würde ich sagen. Ja, dann bin ich zufrieden. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich muss mich irgendwie mal wieder heilen, stelle ich fest, ne? Das wird so langsam... Ja, doch, jetzt sieht er glücklich aus. Jetzt strahlt er richtig. Mal gucken, wo überhaupt das ist hier. Ist die Quest nicht aktiv? Anscheinend nicht. Warte mal, Raub der Unabhängigkeit. Hier, machen wir das hier. Also, konnte ich nicht irgendwie X drücken? Genau, da war doch Ort anzeigen. Okay, da unten also. Ja, da gehen wir zu Fuß hin. Das machen wir mal zu Fuß. Wobei ich der Meinung, wir sollten nach Fort Bannister gehen. Zu Fort Bannister. Entschuldigung, hier leichte grammatikalische Schwierigkeiten. Nein, natürlich nicht. Es ist einfach nur so geistige Umnachtung, die mich ab und zu mal heimsucht. Und dann hänge ich da und weiß manchmal nicht, wer ich bin. Nein, nicht wirklich. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ich bin der Meinung, Fort Bannister war das mit Anchorage. Verdammt. Oder musste ich da jetzt nicht den Radiosender einstellen? Wir gucken gleich mal kurz. Vom Level her... Sollte es eigentlich passen? Genau, nee. Notsignal der Ausgestoßenen, machen wir das. Dies ist eine Nachricht von höchster Priorität. Okay. An unserem Standort wird Verstärkung benötigt. Alle Personen, die diese Frequenz empfangen, sollen sich bitte sofort melden. Und wo? Welcher Standort ist das denn? Gucken wir mal. Hilfe der Ausgestoßenen. Genau, dann machen wir das mal kurz. Ist es eh in derselben Richtung. Genau, ich bin der Meinung, das ist echt Fort Bannister. Ach, wir müssen doch dem jungen Wilkes noch Bescheid sagen. Oder hieß er so? Brian oder Ryan oder Brynjolf oder keine Ahnung. Irgendwie sowas doch, ne? Hieß der. Dem müssen wir doch noch Bescheid sagen, dass er nach Rivet City kann. Das ist jetzt auch übrigens, ich spoiler mal so ein bisschen. Ich fand das jetzt so ein bisschen, das ist so eine Stelle. Was ist hier los? Irgendwas ist hinter mir. Ich liege auf diesen Skorpionen. Pass auf mal. Leck mich. Das sieht nicht gut aus. Das war knapp. Scheiß Riesenskorpion, ey. Vor allem war der nicht eigentlich vor uns hier? Wer weiß. Nee, und zwar ist das so mit dem, hier mit diesem Formuloka, sonst was, keine Ahnung, dieses komische, da ist wohl noch ein Gegner. Mit diesen Feuerameisen. Das ist so ein bisschen unlogisch.
weil jetzt gleich geht es darum, dass, also wir haben jetzt was für ihn gesucht, ne, wo er bleiben kann. Und das Tolle ist, es ist ja so mega sicher im Ödland, weshalb wir ihn komplett alleine gleich losschicken. Ja, also so, er soll von hier aus durch die ganzen Gebiete, wo zum Beispiel diese Supermutanten waren, die wir platt gemacht haben, da soll er gleich mal alleine durchlatschen, weil ist ja halt sicher. Das fand ich von Anfang an so ein bisschen unlogisch, verstehe ich auch nicht so ganz. Wenigstens Geleitschutz hätte man ihm ja geben können. Aber das Spiel hat anscheinend was anderes davor gesehen. Naja. So nach dem Motto, nur die Harten kommen in den Garten und wenn der Kleine überleben möchte, dann muss er sich halt durchbeißen. So, irgendwo hier war das doch jetzt. Ja, genau, hier sind wir richtig, sehr schön. Ist das richtig? Ich habe gerade irgendwie nicht so das Gefühl, aber doch, doch, ist richtig. Sehr komisch. Er hat gesagt, glaube ich, er ist im Haus seines Vaters, ne? Weil er seinen Vater ja noch beerdigen muss. Das war, glaube ich, das hier gleich links. Ja, genau, Wilkes. Ah, ich lag sogar mit dem Namen sogar noch richtig. Mensch, guck einer an hier. So, wo ist er denn? Hier irgendwo turnt er rum. Wahrscheinlich oben. Da ist er. Hallo. Ich hoffe, Sie haben ein Zuhause für mich gefunden. Hab ich. Klar doch, Brian. Vera hat gesagt, sie nimmt dich auf. Sie haben sie tatsächlich gefunden? Klar. Ich bin Ihnen ja so dankbar. Ach, kein Ding. Ich kann kaum glauben, was Sie alles für mich getan haben. Die meisten Leute wären einfach weitergegangen, wenn ich heulend auf Sie zugerannt wäre. Verstehe ich bloß nicht. Ich packe meinen Krempel zusammen und bin dann sofort weg. Besuchen Sie mich mal irgendwann. Klar, sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir viel, viel Glück. Also ich verstehe nicht, wie könnte man denn da weitergehen, wenn da so ein kleines Kind hängt und weint und die Hilfe braucht? Also, könnte ich nicht, nee. Nee, da habe ich dann, glaube ich, doch ein zu großes Herz für. So, auch virtuell, ja. Da spricht man mich dann voll und ganz mit an, mit sowas. So, in welche Richtung gehen wir denn hier lang? Ja, ich glaube, wir nehmen hier die Straße. So komisch, ne? Gar keine Feuerameisen mehr. So schnell kann's gehen. Ach ja. Ich weiß gar nicht mehr, ist das denn das, was wir schon entdeckt hatten? Oder war das ein anderes? Ich bin mir echt nicht mehr so sicher. Hier vorne ist irgendwas zum Entdecken. Hier auch. Ja, das ist relativ nah dran, so wie es aussieht hier, ne? Das aber auch. Hier komme ich, glaube ich, nicht lang, wenn ich das so sehe. Nee. Da müssen wir wohl einmal drum rumlatschen. Und jetzt, glaube ich, auch nicht so dramatisch. Ist irgendwie was mit Verstrahlung? Na, wurde hier Atommüll entsorgt? Oh, oh. Was ist denn hier? Mal gucken. Ist denn hier so ein Zugang oder sowas? Ja, Abwasserkanal mal wieder. Nee, das bringt nichts. Das geht nur wieder in diese normale Kanalisation. Da wollen wir eigentlich nicht hin. Da ist nichts. Oh, hier ist es aber verstrahlt gerade. Oder? Mega heftig. Nicht Megaton, sondern mega heftig. Ja, ich weiß, der war schlecht. Oh. Das ist so schön. Wenn einer da ist, sind doch garantiert noch mehr da, oder? Also würde ich jetzt fast annehmen. Schöne Sachen hat er. Ich hätte vielleicht ein paar Sachen reparieren lassen sollen, stelle ich gerade fest. Machen wir einfach beim nächsten Mal. Das ist jetzt auch nicht so. Nee, da ist nichts drin. Wahrscheinlich ist es so ein Raider-Hauptquartier oder sowas. Ungutes Gefühl. Ja, da vorne ist der nächste. Ja, das war's schon. So, linkes Bein verkrüppelt. Ja, irgendwie hier rechts ist irgendwas, was relativ nah dran ist zum Entdecken. Wir nehmen einfach erstmal alles mit. Ja, das ist hier was. Das ist so eine Entschuldigung. Das ist so eine Spielzeugfabrik. Das sieht man oben. Ich glaube, die ist auch von Raidern besetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, die Racer-Fabrik. Ja, hat mit diesem roten Roller da zu tun.
Irgendwas ist damit auch noch. Ich glaube, da gab es irgendeine Quest oder irgendwas, was einen dahin geführt hat. Hier vorne gab es gar nicht noch was zu erkunden. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen was los. Ja gut, wir brauchen die Erfahrungspunkte eh, dann können wir ja auch ein bisschen Terror stiften. Naja, das wird nicht mehr funktionieren. Auch mal Ruhe. Nee, die hatte keine. Achso, ich wollte gerade sagen, weil es sah erst so aus, als ob die einen Namen hatte. Das wundert mich sowieso, weil man manchmal Charaktere hat, die haben Namen und eigentlich haben wir nur Charaktere einen Namen, mit denen man irgendwie in irgendeiner Form interagieren kann. Aber anscheinend geht das nicht mit einem. Wo ist das hier? Wo ist das? Es geht garantiert hier in die U-Bahn runter. Ja, genau, so ein separater Eingang. Ich weiß nicht, wollen wir außenrum? Ach komm, wir gehen außenrum. Da hinten ist noch irgendeine Fabrik. Ist hier so das Fabrikgelände irgendwie mehr oder weniger. Eine Fabrik jagt die nächste. Das ist echt so krass, ne? Und vor allem, wenn man sich vorstellt, dass es bei einem wirklichen Atomkrieg nicht wirklich allzu viel anders aussehen würde. Wobei heutzutage wahrscheinlich noch krasser als hier Neutronenbombe und so ein Gedöns, was es nicht alles so Schniekes gibt. In Anführungszeichen Schniekes. Also allzu viel bleibt nicht mehr übrig heutzutage. Die Atombomben, die man damals abgeworfen hat, ja, die man hatte, die sind ja lachhaft im Vergleich zu den Dingern, die man heute hat. Und es gibt so angeblich dieses Abrüsten. Amerika und Russland hatten sich ja da vor ein paar Jahren drauf geeinigt, von wegen man würde abrüsten und die so nach und nach abschaffen. Aber ganz ehrlich, jeder von uns weiß, dass das keiner wirklich tut. Nuka-Cola-Werk. Ah, sieh einer an. Ah, ganz schön auch interessant. Wir nehmen einfach erstmal alles mit, was wir mitnehmen können. Da ist noch irgendjemand da hinten. Das ist mir jetzt aber gerade egal, ist weit genug weg. Ups. Naja, komm, wir gehen einfach so weiter. Leck mich. Ist auch noch. Oh, Mensch, hier ist noch mehr. Halt, da muss ich mich heilen. Was ist denn hier gerade los, dass da so viele sind? Vor allen Dingen, dass ich so viel Schaden nehme. Das nervt mich gerade so ein bisschen, ne? Also die macht jetzt 14 Rüstung. Ja, der Zustand ist mächtig schlecht. Dann ist es kein Wunder. Oh. Das sieht nicht gut aus. Halt, schnell, komm, schnell. Lass mich. Oh, was das so ist, wenn er nachlädt, kann man halt nicht in das Menü rein, um zum Beispiel sich zu heilen. So, das schnell mitnehmen. Was ist das denn hier? Ja, warte mal, dir zeige ich es jetzt. Wie, der trifft mich. Was soll das denn? Hm? Kein Zielwasser getrunken heute oder was? So, die haben wir. Auch mal alles mitnehmen. Oh, Gott sei Dank. Das waren aber einige, ne? Und uns die ganze Munition verballern dafür. Für die Schwachmaten. Tolle Wurst, ey. Ich glaube, da vorne, die hatten auch nicht so wirklich viel dabei. Mist. Ja gut, ich habe noch ein bisschen was hier für die 10mm, aber... So richtig viel ist das jetzt auch nicht, als dass mich das glücklich machen würde. Und ich brauche definitiv irgendwie was mit besserer Rüstung. Mist, die Kack. Ja, ich habe auch echt nicht mehr daran gedacht, bei Moira das zu reparieren, ne? Muss ich wirklich sagen. Das, das bin ich heute gerade was gesehen. Wurde da gerade was angezeigt da vorne? Irgendwie so ein, ich dachte hier wäre was zu sehen von irgendwem. So ein heller Strich, nicht so ein roter für den Gegner, sondern so ein heller, dass da irgendein Verbündeter ist. So, hier vorne. Oh, ja, da, doch, da ist doch was. Ja, und wer kämpft da gegen wen? Okay, so ein Sammler oder was? Hallo. Denken Sie nicht mal drüber nach. Diese Technologie aus der Enklave gehört mir, ganz allein. Technologie aus der Enklave? Achso, oh, bei dem können wir reparieren. Ja, sehr geil. So, erstmal brauche ich ein...
Ja, das kostet nicht viel, genau, das ist okay. Tüm, tüm, tüm. Die Kampfflinte auf jeden Fall. So. Nee, das ändert nichts, aber das ändert einiges. Wir sehen es von 9 auf 17, der Schutzanzug. Das erhöht den Schaden ein bisschen. Auch nur ein bisschen. Ach ja, stimmt. Die ist relativ hinüber gewesen. Und ich glaube sonst... Ah, okay, das geht nicht. Hm. Ja, dann passt das erstmal. Lass mal kurz handeln. Dann hole ich mir ein bisschen was von dem Geld wieder, was er gekriegt hat. Oh, sehr schön. Das Munition. Das gefällt mir doch. Ah, das Stimpack nehme ich auch mit. Habe ich nämlich eben auch einiges verbraucht. So, du bekommst das. Dann bekommst du... Nee, die nicht. Aber das Bleirohr kannst du haben. Die chinesische Pistole kannst du auch haben. Das Offizierschwert behalte ich. Das nehme ich... Ja, doch, das behalte ich. Das kommt in meine Kampfsammlung. Und dann natürlich hier die ganzen Raider-Sachen, ne? Das ist klar. So. Alles schön verkaufen. Er hat auch relativ viel Geld. Also normalerweise haben die nämlich echt nicht viel Knete, diese Typen. Aber er scheint einer von den Reicheren zu sein. So, dann kriegst du nämlich das. Was haben wir denn hier noch? Ah, 4 haben wir natürlich nicht, ne? Das kann noch mit weg. Wupp, 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 wupp. Ich möchte gerne ein bisschen mehr Knete von dem haben. Ah, obwohl, stimmt, er hatte viel Knete, weil wir ihm ja halt relativ viel verkauft haben. Warte mal, gehen wir hiervon. Oh, was sagen wir, ich behalte mal 200. Ne, 150 behalte ich nur, das reicht so. Genau, dann haben wir wieder ein bisschen was. Tschüss. Ja, ja, ciao, ciao. Mach's gut. So, überflutete Metro. Okay. Und hier ist er dann irgendwie... Oh, warte mal, wir müssen uns kurz heilen. Ich sehe das gerade schon wieder. Schrecklich, was hier abgeht. Da ist nichts weiter. Oh, wie schlimm das hier aussieht. Naja, egal. So, das soll es dann nämlich auch erstmal gewesen sein. Wir werden dann beim nächsten Mal gucken, was es denn hier noch so alles gibt und wann wir es denn endlich dahin schaffen, um da irgendwie den Ausgestoßenen zu helfen. In diesem Sinne, bis dahin, euch.